So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den nochmal dabei. Gut, doch, schon wieder. Und wir gucken uns heute an Hammer Time gegen Burr. Diesmal sogar mit Sit-In. Diesmal sogar mit Sit-In, das ist korrekt. Ich weiß nicht, warum ich das so doof geschnitten habe, aber ich habe es so doof geschnitten. So oder so, Hammer Time gegen Burn. Interessantes Matchup. Ich finde es super, super interessant. Hammer Time hat nicht so die. Also, es hat schon gute Chancen gegen Burn, aber wenn Burn halt einfach einen Dude rauslegt und dann haufenweise Burn-Spells auf die Kreaturen hämmert, dann ist er halt meist schon rum. Ich wollte gerade sagen, aber da muss der auch Pulver ohne Ende haben. Ja, Hammer Time hat auch nicht so viel Pulver tatsächlich. Du kannst ja immer auf die Trigger. Oh. Kannst du immer auf die Trigger reagieren. Und dam, dam, dam. Gut. Ja, ist ja die Frage, was du draus machst. Ne? Wenn Burn muss, glaube ich, die ersten Runden ein bisschen konservativ spielen. Außer es fängt an. Ja, und es muss halt wissen, wie es läuft. Also gerade Hammer Time ist ja schon ein ziemlich krasses Deck, was super hart explodieren kann. Und die Hand explodiert auf jeden Fall. Und da muss man mit Burn-Spiel halt wirklich schauen, wie man klarkommt. Ja. Das sieht schon echt eklig aus. Dass das ja, das ist Artifact Land, Box, Top da. Also sogar mit Esper Sentinel starten, damit man eine Karte zieht, wenn der Gegner was macht. Jupp, Mox, Top. Man weiß ja auch nicht, wo jemand spielt. Mox, Top da. Sieger das 8. Das ist ein stronger Start. Man hat noch einen Hammer und eine Ursachsage auf der Hand. Das ist ein stronger Start, oh mein Gott. Auf der anderen Seite zerfällt der Start halt wirklich gegen den einfachen Bolt. Jupp. Also das ist halt das Krasse. Man muss halt bei Sigar das Elten Target wählen von einer Kreatur, die man equippen möchte. Und wenn die Kreatur dann geboltet wird, dann ist halt im. Stimmt, dann ist ja der Trigger von Sigar das Elten. Genau, der fizzelt dann. Ja, und dann liegt ein Hammer, der für 8 Mana ausgerüstet werden muss. Ja, deswegen, das ist schon krass. Aber das muss man halt auch wissen. Das ist halt was, wo ich sage, Hammer Time ist ja ein sehr, sehr neues Deck und auch ein sehr, sehr Nischendeck, will ich immer noch sagen. Ja, okay, im Legacy neu. Genau. Im Modern wird das ja schon länger gespielt, witzigerweise. Ja, das ist halt ein Death Shadow. Im Endeffekt, das ist die Death Shadow-Story. Ja, stimmt. Aber, es ist halt wirklich spannend zu sehen. Oh, guck mal, Goblin Guide. Okay. Da hätte ich jetzt... Ja, okay, das ist jetzt wahrscheinlich wieder diese Unwissenheit, dass das Deck dich nächste Runde fast komplett umbumsen kann. Ja. War das ein Stormforge? Das war ein Stormforge. Ja, geil, dann hat man sogar noch ein Reload. Mhm. Nett. Ja. Stormforge. Dann holt man sich den zweiten Hammer? Entweder das oder schon ein Shadow Spear. Oh. Ja, Burn und Shadow Spear, ich vergaß. Ja, Lifelink sind nicht so die Freunde von denen. Ja, vor allen Dingen, wenn die Kreatur 15-15 ist. Wenn man jetzt langsam spielt, kann man jetzt tatsächlich mit dem 1-1er angreifen, kann dann den Shadow Spear reinbringen. Hat dann einen. Oh. Oder okay, man toll spielt zu. Nicht langsam, man haut für 11 und. Jo. Dann wird auch schon gut. Concealed. Ja, okay, die kriegen den nie wieder kaputt. Nee, du kriegst den nicht weg. Der, das ist vorbei. Ja, oh, hier wurden die Karten falsch reingemischt. Sehr gut. Ah, das hatte ich in dem Tag auch gemacht. Das ist aber, glaube ich. Ätzend. Ja, wenn dir das halt bei Control passiert, wo du dein halbes Deck in der Hand hattest, ist das halt. Ja, das ist wirklich schlimm. Dann musst du dich fragen, ob du deine ehemalige Bibliothek umdrehst oder den Scheiß, den du schon in der Hand hast. Sideboarding. Burn wird Artifact Removal boarden. Ja, Meltdown, wenn drin sind. Upgrade, wenn er hat. Ja. So die Dinger, die verhindern können, dass man Leben kriegt, wäre auch noch eine Idee. Jo. Ansonsten, du hast halt. Das ist halt die Frage, was Hammer Time macht, ne? Wenn Hammer Time halt jetzt wieder ohne Gegenwehr bum, bum, bum macht. Ja, das kann halt passieren, aber es ist halt so ein bisschen, man muss halt schauen, was passiert, weil. Man hat halt oftmals immer noch die Chance. Ja, aber so um 15 Watt, 17 ist der Ornithop da dann. Oder der kriegen vorne und hinten plus, ne? Ja. Aber die kann immer noch gemeltdownt werden. Ja, stimmt. Also so ein Meltdown robbt dann trotzdem alles weg. Das ist wahr. Chalice auf 1 und auf 0 fickt das Deck auch ziemlich hart, ne? Jo. So out of context. Generell, irgendwas halt. Also das Deck ist nicht gerade stabil. Ich bin damit ja in der Liga 3-1 gegangen. Also auf der Radio-Afrika-Liga.
Mhm. Und da waren halt echt viele Spiele dabei, die ich einfach hart verloren habe, einfach weil, keine Ahnung, zwei waren davon. Weil ich halt, sobald du ein bisschen interrupted wirst, wird es halt schwierig. Ich erinnere mich da an so ein gut getimtes Collector-Uf. Ja, Collector-Uf ist ein mieser Kader. Da ist ein, wow, das ist eine miese Hand, oh mein Gott. Hammer-Time-Mädchen, eine wirklich miese Hand. Ich habe jetzt gerade gar nicht gesehen, aber ich glaube, da war auch ein Mal. Oh, da war eine Bridge von Burn. Bridge? Das kann natürlich auch richtig auch gut sein, ja. Dann haust du nur einmal zu, das stimmt. Ja. Ja, und danach nie wieder. Na doch, halt, wenn du einen zweiten Hammer hast. Ja, ja, du musst dann aber auch eine zweite. Da, top da. Dings. Go. End of turn. Bolton einen Ornithop da. Ins Gesicht. Was? Also da hätte man auf den Ornithopter bolten müssen. Ja. Safe. Weil das hätte dann Mana geteift werden müssen, oder wie das Ding heißt. Stimmt, Mana Teif ist ja im Deck dran. Ja, dann hättest du die Mana Teif rausholen. Ist das Mana Teif? Ja. Nee, oder? Doch. Mana Leak war der blaue, dann müsste es Mana Teif sein. Aber ist Mana Teif nicht die Karte, wo man so Karten zieht? Wenn man eine Karte zieht, irgendwie Treasure bekommt. Egal. Auf jeden Fall. Ja, das war Smothering Tide. Das ist Smothering Tide. So viele Tide. Genau. Mana Tide wäre dann hier geflogen da drauf. Und dann hätte man jetzt wahrscheinlich den zweiten Bolt einfach draufsetzen können. Man sieht ja, dass da Hammer Time kein Land hat. Ja, vor allen Dingen, wenn du jetzt ein Artefakt removed bekommst, hat der halt erstmal kein Metalcraft. Genau. Ist halt eigentlich schon. Ich weiß gar nicht, warum die Hand überhaupt gehalten wurde, ehrlich gesagt. For the God's sake. Wahrscheinlich wegen Mana Tithe. Wahrscheinlich, weil es ein Freitag war und wir da Just for the Lunds gespielt haben. Und wegen Mana Tithe. Okay, da. Da. Ja, das. Da wollte man jetzt, das ist aber zu spät. Das ist wirklich zu spät. Dieser Schockzustand. Von weißem Counter, oh mein Gott. Ja, kennt halt auch nicht jeder, wa? Ja. Dann Beat für zwei. Ich glaube, dass ich gerade das Land gezogen habe. 16? 16. Ist ja eigentlich auf. Nee, 15 sogar. 15. Da ist ein Land, da ist ein Zygarde's Aid. Oh mein Gott, das ist ein Hammer. Ja, da Hammer. Wird ges. Beat für 10. Das ist gut. Nö. Man kann ja jetzt immer noch einen Land. Ach, das war der Hammer, ne? Das ist der Hammer, der gibt +10/+10 und die Kreatur verliert fliegend. Jo. Jetzt ein Land ziehen. Und dann hoffen. Fischlegen, kein Land gezogen. Nee, kein Land gezogen, scheiße. Ja, 2-0 Hammer-Time. Mana-Teif hat geregelt, tatsächlich. Krass. Wow. Krass, hätte ich nicht gedacht. Ja, okay, halt, war eine schnelle Runde. Das war auf jeden Fall eine Runde. Aber es ist da tatsächlich so ein bisschen interessant, wie viel es ausmacht im Legacy, auch mit so Nischendecks mal zu gewinnen, weil eben niemand weiß, was du gerade tust. Das darf man echt nie vergessen, dass das ein großer, großer Teil ja, ist. Ja, einfach mal Leute kalt erwischen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis dahin. Ciao, ciao.